Wiener Derby, das ist mehr als nur Kottier gegen Meierhofer oder Trojanski gegen Hofmann. Das ist eine Paarung, die binnen kürzester Zeit schon wieder dafür sorgt, dass das Franz-Hohr-Stadion ausverkauft ist. Aus selbigen Franz-Hohr-Stadion darf ich Sie jetzt auch ganz herzlich zu diesem Derby begrüßen. Ja, Austria gegen Rapid ist natürlich auch das Duell um die fußballerische Vorherrschaft in Wien. Mit einem Sieg kann die Austria in der Tabelle am Erzrivalen vorbeiziehen. Austria gegen Rapid, das ist auch Zombie Nation gegen Seven Nation Army. Und ich bin gespannt, welchen Torjubel wir heute öfter hören werden. Austria gegen Rapid, das ist natürlich auch das Trainerduell des grippegeschwächten Karl Dachsbacher mit dem Schlangenbeschwörer Peter Packold. Von dem habe ich ein Zitat noch immer im Ohr. Luxe und Hedel würden sich aufgrund der Qualität verdienen, im Rapid-Tor zu stehen. Aber altes Highlander-Motto, es kann eben nur einen geben und der heißt heute wieder Andreas Luxe. Beim bislang letzten Derby hier hat er eines seiner schwächeren Spiele abgeliefert. Ansonsten nichts Neues in Grün-Weiß. Peter Packold schickt exakt die Startformation aufs Feld, die den 8:1 Kantersieg gegen Altach in Angriff genommen hat. Mit Erwin Hoffer und Stefan Meierhofer, die gemeinsam ein Tor mehr erzielt haben als Marc Janko, nämlich 31. Und wer weiß, trifft Meierhofer heute, dann schmiert er sich beim Torjubel möglicherweise schwarze Schuhcreme ins Gesicht. Die Protagonisten fiebern. Stefan Messner fiebert ebenfalls. Das ist der Schiedsrichter der heutigen Partie. Rapid im schmucken Nadelstreif Auswärtsdress. Otto Rausch macht noch Platz. Und wir schauen auf die Aufstellung der Wiener Austria. Wie schon von Thomas Drukeschitz angekündigt, gegenüber dem letzten Derby nur eine Umstellung. Geringfügige Veränderungen gegenüber dem 2-1-Sieg in Kapfenberg. Eben Emin Sulimani rückt im Gegensatz zur Nebelschlacht von links nach rechts, ersetzt dort den Torschützen zum 1-0 im letzten Derby, Thomas Krammer. Der hat sich so auf dieses Spiel gefreut und Fernando Trojanski kommt wieder in die Mannschaft. Zum Thema Manndeckung habe ich noch einen sehr netten Ausspruch von Hans Krankl im Ohr, als der mal über seinen Gegenspieler gesagt hat: Wäre ich während des Spiels aufs Klo gegangen, der wäre mir bis dorthin nachgerannt. So, mal durchzählen und dann wird uns der Kraftfahrer aus der Steiermark, der am kommenden Samstag seinen 44. Geburtstag feiert, die Teams raus auf das Grün des Franz-Hohr-Stadions führen. Dieses Grün nach heftigen Regenfällen hoffentlich nicht bald und am heutigen Sonntag schon eine Sumpfmannschaft. Vorhang auf! Schöne Fan-Choreografien. Hoffen wir, dass es auch bis zum Ende dieses Spiels friedlich auf den Tribünen zugeht. Alexander Dragovic spricht nicht nur Deutsch, das hat er hier im Smalltalk mit Mario Basina bewiesen. Assistiert wird Stefan Messner im Übrigen von Klaus Strasser und Gerd Adanic, dem Jüngeren. Erster Erfolg im ersten Kapitänszweikampf für Chancelin Blanchard. Er hat die Seitenwahl gewonnen. Die Austria spielt in der ersten Hälfte mit der neuen Osttribüne im Rücken. Advent, Advent, die Hütte brennt. Leichte Rauchschwaden aus dem Westen. Das soll die Freude auf Derby-Ausgabe Nummer 288 allerdings nicht schmälern. Und bitte,
steht Dragovic schon in der ersten Minute auf den Fersen. Milenko Jimovic, der die Gerüchteküche brodelt, in der Winterpause eventuell nach Wiener Neustadt wechseln soll mit dem ersten Foulvergehen. Und Fernando Trojanski spielt alles, nur keinen linken Außenverteidiger, der hält sich schon wieder im Dunstkreise des Steffen Hofmann auf. Suttner, der eben die Position links in der Viererkette wieder eingenommen hat. Erster Ballkontakt für Sabolcs Schafar, den ja Joey Didulica noch zu Didulicas aktiven Zeiten bei der Austria als den besten Torhüter in Österreich bezeichnet hat. Und er hat dabei nicht einmal gegrinst. Mario Tokic bei Rubin Okotie, Einwurf Austria durch Suttner, wieder auf Acimovic, diesmal das Foul an ihm von Andreas Dober. Und Acimovic hier gefoult, wird den Ball wohl gleich wieder ins Spiel bringen. Erstmals Alarmstufe Rot für Rapid. Kein anderes Team der Liga trifft so oft im Anschluss an Standardsituationen wie die Wiener Austria. Chef Jacek Bog mit dem gegnerischen Strafraum und er wäre da beinahe an diese Freistoßflanke von Acimovic rangekommen. Wunderbar verlängert von Okotie auf Basina, der im Duell mit seinem alten Spezi, mit Tokic, und eben dieser Tokic grätscht in den ersten Versuch von Basina, des Gegners Tor zu treffen. Ich habe keine Stahlplatte in der Birne, aber beide haben das offenbar ohne Platzwunde überstanden. Rapid recht vorsichtig im Spielaufbau, die Austria attackiert ab der Mittellinie, aber dann recht forsch. Die linke Seite völlig offen, dort gibt es Flaggensignale und dann so ein Pass, allerdings mit dem Maschinenfuß des Finnen gespielt. Kavlak, da hat Jacek Bonk den Ruf seines Torhüters überhört, nichts passiert. Lux einmal als Fußballer gefragt, löst das brauchbar. Kategorie. Basina wieder auf Okotie. Hannes Eder hautnah beim Austria-Stürmer. Wenn sie ein paar Meter zurückgehen möchten, Jockel standfest, bringt den Ball zurück ins Spiel. Blanchard. Soleimani, der schaltet zwar den Turbo ein, aber erreicht die Kugel trotzdem nicht mehr.
Und keine Frage, die Austria in diesen ersten gut 5 Minuten die wesentlich aktivere Mannschaft. Bei Rapid habe ich den Eindruck, das Team des Rekordmeisters möchte hier mal etwas zuwarten und sich anschauen, wie sich dieses Derby entwickelt. Hofer. Hofmann, gut gespielt auf Boskovic, aber etwas zu steil. Stand fest dazwischen. Soleimani Basina, der mutet sich da gegen Heikkinen zu viel zu. Und kann froh sein, wenn er jetzt keine gelbe Karte erhält nach diesem Faserschmeichler an der Hose des Rapid-Finnern. Ja, an dem ist nicht leicht vorbeikommen. Und das war auch nicht die Hose, es war der Ärmel. Vielleicht gibt es auch deshalb nicht gelb. Unterläufer Boskovic wehgetan. Wie bei einem guten Check beim Eishockey. Der tut auch beiden weh. Kein Kammerflimmern bei Branko Boskovic. Und der Freistoß für die Austria von der anderen Seite. Jetzt ein Fall für Mario Basina. Cimovic lauert da an der Strafraumgrenze. Wieder Bonk mit von der Partie, allerdings gut abgeschirmt vom zurückgeeilten Meierhofer. Trojanski, butterweich, wieder Richtung Jacek Bonk. Der Richtung Rapid-Tor, allerdings mit zu wenig Schmackes. Slalomlauf, Trojanski ignoriert ihn, der hat nur Augen für Steffen Hofmann. Jetzt hat er ihn allerdings kurz aus den Augen verloren. Hofer gegen Dragovic, dann schießt er Hofmann mit der Ferse an, aber zumindest eine Annäherung der Gäste ans Tor von Sabaltschaffer. Verteidiger bei der Austria-Bundesliga-Mannschaft hat Alexander Dragovic genau bei jenem bislang letzten Derby hier beim 2:0-Sieg der Austria gegeben. Gauthier versucht immer wieder den Ball schnell prallen zu lassen, das Tempo zu erhöhen, so vielleicht sogar Überzahlsituationen für die Austria in der gegnerischen Spielhälfte zu schaffen. Kriegt er die zweite Chance? Kriegt er nicht. Toba macht das ganz clever, schirmt den Ball ab und bei der ersten Berührung küsst er den Rasen. Also Karl Dagsbacher fieberfrei, was den Gesundheitszustand betrifft. Das Quecksilber klettert wohl mit jeder Minute in diesem Derby. Knapp 10 sind absolviert. Jacek Bonk mit einer Leichtzinsaktion schenkt da Rapid den Einwurf neu der Cornerfahne. Eine kurze Variante auf Boskovic. Rapid hat eben keinen Dominik Zaboga. Weder gegen Okotie, Spiel läuft weiter. Toba gegen Acimovic, Spiel läuft auch hier richtigerweise weiter. Und dann der öffnende Pass von Fernando Trojanski. Wer sagt da,
der kann nur den Kettenhund spielen. Das Ganze nochmals auf Standfest. Der ein Versuch, sofort direkt Okotie einzusetzen. Also in Ansätzen gefällt mir das recht gut, was die Austria hier offensiv bietet. Gleich einmal als Belohnung bekommt sie jetzt auch den ersten Eckstoß in dieser Partie. Ja, jetzt hat Hofmann mal Freiheiten. Trojanski war da mit vorne. Und dann ein spektakulärer Einsatz von Markus Suttner, den er hoffentlich nicht teuer bezahlt. Aje. Hofmann wäre da auf und davon gewesen. Also die Zunge dürfte noch dort sein, wo sie hingehört. Pressball der ganz besonderen Art, aber schauen Sie, wie Suttner da letztlich aufkommt. Hatte keine Chance, sich abzustützen. Wenigstens nicht direkt auf die Schulter, aber der Kopf leidet natürlich. Also die medizinische Abteilung der Austria, angeführt von Dr. Kmehn, hat auf jeden Fall nach 12 Minuten schon reichlich zu tun. Schau mir in die Augen, Kleiner. Suttner will bereits wieder, Suttner darf wieder. Fest mal hat auch Sulimani gegen den ersten durch, aber nicht gegen den zweiten. Der war mit dem Namen Hannes Eder behaftet. Basina gedoppelt nahe der Cornerfahne, will er den Eckball. Er will den Freistoß und den kriegt er auch. Aber dieser Freistoß ist gleichsam ein Eckball. Suttner jetzt der einzige Austrianer, der nicht da mit vorne ist. Sulimani mit dem zweiten Ball, bringt ihn allerdings nicht zurück zu Acimovic. Hoffer, da an Sulimani vorbei, als ob der nicht da wäre. Lochpass Richtung Hofmann abgefangen, geht schon wieder in die andere Richtung. Acimovic auf Sulimani, das schaut alles sehr einfach aus. Nur der finale Pass in Violett, der kommt noch nicht. Sulimani will auch den Freistoß, er bekommt ihn nicht. Ja, so macht sich Rapid im Aufbau das Leben sehr schwer. Missverständnis zwischen Hofmann und Ketteler. Steffen Hofmann erklärt jetzt die Rapid-Defensive offenbar zur Chefsache. Suttner und weit und breit kein Rapid-Vorchecker. Hofmann, Meierhofer und Hofer erwarten die Austrianer auf Höhe der Mittellinie. Jetzt wieder mal der Versuch, steil zu spielen. Völlig misslungen, Milenko Acimovic. Aber der hat noch Besseres drauf, das wissen wir. Boskovic entledigt sich da des Austria-Kapitäns und Meierhofer, liegend, freihändig, stürzend und dennoch mit dem Kopfball Richtung Schaffer.
Alle 80. Der Heikkinen arbeitet an seinen Ballkontakten. Pass angekommen, Hofer wartet zu lange, Bonk mit der Grätsche und dann das Foulspiel von Acimovic an Markus Heikkinen. Der Sohle voran durchgestreckt. Glück, dass da nichts passiert ist. Erwin Hofer, da springt der Ball in dem Moment, als Hofer zum Schuss ansetzt, von einem kleinen Erdhügel. Unangenehm für den Rapidstürmer auf. Nämlich hier. Und deswegen zieht die Kugel da hoch hinauf auf die neue Osttribüne. Und Trojanski, das war dann des Guten doch zu viel. Kavlak, jetzt wäre mal Kettener mit, den ignoriert er. Es geht wieder über Heikkinen. Vorbei an Acimovic, Markus Heikkinen. Also der nimmt seit Minute 14 so richtig teil an diesem Spiel. Hat technisch sogar was drauf, aber rutscht im entscheidenden Moment dann auch weg. Aber Goalgetter ist da sowieso keiner. Ein hohes Bein von Bonk. Angesichts der Körpergröße von Erwin Hofer kein großes Kunststück. Hofmann, Marta mit einem Pass, drei Gegenspieler, Boskovic. Ball am falschen Fuß, Ball weg. Rapid bekommt den nächsten Freistoß. Mario Basiner, nicht unbedingt einer der größten Defensivkünstler der Tipp 3 Bundesliga, powered by T-Mobile, den verursacht. Hofmann. Gut. Meierhofer, wenn überhaupt, dann nur noch mit einer gespaltenen Haarspitze dran. Aber schwierig für den Torhüter. Solche Bälle. Schaffer muss lange warten, was da vor ihm passiert. Hat dann natürlich auch das Glück zur Seite, dass der Ball von Hofmann direkt aufs Zentrum seines Kastens kam. Was Heikkinen kann, kann Trojanski auch, denkt sich zumindest der Argentinier. Zum Abschluss ist er allerdings nicht gekommen. Letzterem hat da allerdings nur für Sekundenbruchteile der Schädel gebrummt. Das war nicht Tokic, es war der Ball und das ist eine sehr harte Entscheidung gegen Rapid. Suttners Schussflanke und die kommt auch noch an. Und schon wieder bei Jacek Bonk. Der Austria Abwehrchef nach 20 Minuten eigentlich der gefährlichste Angreifer der Austria in diesem Derby. Kavlak mit Fernmitteln vom Ball getrennt. Stefan Messner stand da in unmittelbarer Nähe. Gutes Tackling von Emin Süleymani.
Spiel schnell. Viele Freiheiten da auf der linken Seite für Suttner. Okotie wieder mal gegen Tokic an ihm vorbei. Acimovic knickt ohne Fremdeinwirkung ein. Ballverlust. Fehlpassquote bei der Austria knapp 30%, bei Rapid sogar noch etwas höher. Soleimani gegen Ketterla, kein Zeichen von Schiedsrichterassistent Gerd Adanic. Der kann sich dafür von Emin Soleimani ein paar böse Worte anhören. Moskowitsch auf Meierhofer, kein Abseits. Das macht er technisch gut, diese Mitnahme mit dem Kopf. Jetzt mal Platz für Dova, der kann es ja aus der Distanz. Also 16 Minuten lang kein Torschuss von Rapid. Seit der 16. Minute schon deren 4. Das war der bislang letzte. Guten Beispiel vorangehen. Es gibt wieder Phasen in diesem Derby, da steht das Spiel völlig, da bewegt sich nur der Ballführende. Krajanski mit der risikolosen Variante. Mario Basina holt sich die Kugel jetzt innerhalb der eigenen Spielhälfte. Soleimani nicht anzusehen, aber es war wieder kein Foul. Wer so weiter meckert, ist ein heißer Kandidat auf die erste Verwarnung in diesem Spiel. Ja, 23 Minuten gespielt, es steht noch immer 0:0. Warum betone ich das denn so, werden Sie zu Hause vielleicht fragen. Naja, beim bislang letzten Wiener Derby stand es nach 23 Minuten schon 2:0 für die Wiener Austria. Gesagt hat, es gibt nur ein Phantom und das heißt Meierhofer. Er selbst war in seiner Karriere schon des Öfteren als Phantom unterwegs. So viele Nasenbeinbrüche hatte, denke ich, in Österreich zuletzt ein gewisser Walter Knaller. Statisch, leichtes Rasenschach. Acimovic mal Zweikampfsieger in der Luft, allerdings nicht gegen Markus Heikkinen. Gegen den hat der slowenische Spielmacher der Austria bislang keinen Stich gemacht. Heikkinen mit 100%iger Ausbeute, was die Duelle Mann gegen Mann betrifft. 6:0. Brasilianisch, obwohl er Argentinier ist. Die Austria, die das Flügelspiel forciert, immer dann gefährlich, wenn Suttner und Trojanski sich da links in die Angriffe einschalten.
Kotje rackert und bekommt als Belohnung auch den Freistoß. Andreas Dober will das nicht wahrhaben. Also doch die klassische Variante. Acimovic wird den Ball wohl in den Strafraum rein chippen. Das macht er und er macht so, dass der Ball nicht mehr Luxes rechte Hand, sondern letztlich auch das Metall touchiert. Ob gewollt oder nicht, torgefährlich war es allemal. Das Ganze führt erst zum zweiten Eckstoß der Partie und Acimovic hat jetzt einen weiten Weg, nachdem er sich den Ball selbst geholt hat, von links nach rechts. Sechsmal hat die Austria in dieser Saison schon nach einem Eckstoß getroffen, so häufig wie kein anderes Team der Liga. Acimovic mit viel Effet vom Tor weggezogen, aber da ist wieder Stefan Meyerhofer, der nicht beweist, dass er nicht nur im gegnerischen Strafraum gutes Kopfballspiel an den Tag legen kann. Nochmals Acimovic. Ja, Basina, der war nicht mehr einfach zu nehmen, wollte den Ball per Scherenschlag da dorthin zurückschicken, wo er hergekommen ist. Grüßt Stefan Meyerhofer sehr wohl. Kein Wunder, Alexander Dragovic ist der einzige Spieler dieses Derbys, der abgesehen von den beiden Torhütern nach gut 28 Minuten noch keinen einzigen Zweikampf bestritten hat. Zu viel zum Thema Phantom. Sulimani. Basina auf Okotje. Körperdrehung in Ordnung, allerdings hat der Ball den anderen Weg gewählt. Da war er doch, der erste Zweikampf des Alexander Dragovic in der Luft und den hat er auch noch gewonnen. Okotje. Okotje gegen alle. Dann fast mit einem Souvenir für die Rapid-Fans in Form des Matchballs. Karl Dagsbacher, denke ich, mittlerweile bei gefühlten sportlichen 38,5 angekommen. Viel Spaß scheint ihm dieses Derby zurzeit nicht zu bereiten. Jetzt kommt Blanchard mal über den Flügel. Zurück auf den Slowenen. Doppelter Doppelpass. Und dann macht Andreas Dober Schluss mit Lustig. Auf der Osttribüne wurde mittlerweile mehr als nur die zweite Adventkerze angezündet. Deshalb versucht jetzt auch Stadionsprecher Erwin Gruber, die eigenen Fans um etwas mehr Kontinenz
Trifunovic. Eckstoß verlängert von, naja, von Fernando Trojanski. Der war immer schon ein absoluter Kopfballspezialist, auch wenn er jetzt mit der Birne den Ball kurzfristig zum Gegner gespielt hat. Eichenan mit großem Einsatz, aber den Ball erläuft Willi Kavlak nie und nimmer. Nochmals Acimovic, Trojanski lauert an der kurzen Stange. Oder war es doch Boskovic, der den Ball da ans eigene Gestänge verlängert hat? In dieser Einstellung hatte ich eher den Eindruck, das wäre fast ein Eigentor geworden. Zwar etwas besser an als die Austria, zumindest sagt uns das die werte Kollegin Statistik, aber so ein richtig schönes Kampfspiel, wie unser Experte Herbert Weber im Vorfeld gesagt hat, ist diese Partie nicht. Acimovic, der hat auch lieber die technisch feinere Klinge auf den Zehenspitzen. Suttner, ah, da war Okotie schon wieder im Duell mit Hannes Eder, der als letzter dran, gibt den vierten Eckstoß für die Austria. Zum Vergleich, Rapid hatte noch immer keiner. Wieder Acimovic, wieder direkt rein in den Torraum. Ganz schwierig für Andreas Luxe, der aber hier die Übersicht behalten hat. Kommt hier vor ihm hoch, aber zur rechten Zeit erweist sich Luxe auch als guter Faustkämpfer. Ja, Acimovic hat ja in dieser Saison schon einen Eckball direkt verwandelt gegen den Lask damals. Er hat überhaupt 3 Treffer gemacht in dieser Partie. Übrigens der einzige Direktcorner im Laufe dieser Saison. Von der anderen Seite kann er das natürlich nicht als Rechtsfuß. Austria wieder mit dem zweiten Ball, allerdings mit dem kurzfristigen Ballverlust durch Trojanski. Phasenweise auch leicht chaotische Zustände im Mittelfeld. Boskovic, der kann da 40, 50 Meter mit dem Ball völlig unbedrängt laufen. Kavlak, wieder bietet sich Ketteler an, wieder ignoriert Kavlak seinen linken Außenverteidiger. Schwankt die Flanke Richtung Meierhofer, es blieb in der Richtung. Acimovic mit erlaubten und möglicherweise unerlaubten Mitteln. Okotie. Und das Tor zählt. Nach 34 Minuten geht die Austria hier 1-0 in Führung. Aber jetzt gibt es einen bitteren Beigeschmack. Zum ersten die Aktion von Acimovic gegen Andreas Dober. Und zum zweiten, ob da beim Abschluss nicht Joachim Standfest möglicherweise im Abseits war. Hier geht Dober zu Boden. Das wird von allen ignoriert, vor allem von Acimovic. Der gegen Tokic, dann löst sich Okotie von Eder. Und abseits war es keins, denn Standfest stand fest hinter dem Ball. Aber natürlich wieder so eine Frage von Fair Play, liegt ja im Ermessen des Schiedsrichters, ob er die Partie unterbricht oder nicht. Und Andreas Dober, um das zu vervollständigen, ist schon wieder sehr gut zu Fuß. In dieser Einstellung nochmal gut zu sehen, Okotie mit dem Ball beim Abspiel vor Joachim Standfest. Ja, der Jockel trifft und das Tor zählt. Das war in dieser Saison nicht immer so. Stefan Messner hat ihm zum Beispiel diesen tollen Fallrückzieher beim Auswärtssieg in Klagenfurt gestrichen. Gefährliches Spiel damals, die Ursache. Das haben nicht alle so gesehen.
Kulowitz schon auf der Aufwärmrunde, natürlich auch betäubelt nach diesem neuerlichen Verlusttreffer von Rapid im Franz-Auer-Stadion. Aber nach den bisher gezeigten Leistungen geht die Führung der Austria, denke ich, da sind wir uns alle einig, ausgenommen, liebe Rapid-Fans, vor dem Fernseher, in Ordnung. Wieder Dober gegen Acimovic. Acimovic zieht Dober griechisch-römisch zu Boden und bekommt dafür den Freistoß. Ja, der Assistpunkt zum Treffer geht natürlich an Rubin Okotie. Der Matchwinner des letzten Derbys mit einem Treffer und einem Assist hat sich schon wieder mit einem Scorerpunkt hier eingestellt. Und wenn wir schon von Nasenbeinbrüchen und Phantomen gesprochen haben, Jürgen Patoka darf in die Partie, Andreas Dober darf Platz nehmen und das hat mit Bestimmtheit nichts mit einer Verletzung zu tun. Aber so kennen wir Peter Parkholt. Andreas Dober hat er schon seit längerem auf dem Kicker und diese Geschichte mit Acimovic vor dem 0:1 wertet offenbar auch der Rapid-Trainer nicht als faul, sondern als desaströses Defensivverhalten. Zudem hat Dober 8 seiner 19 Duelle Mann gegen Mann verloren. Tja, und Patoka ist natürlich kein rechter Außenverteidiger. Hannes Eder jetzt auf dieser Position. Patoka neben Tokic im Abwehrzentrum. Tja, und noch im Spiel oder nicht mehr? Sollte Gelb geben. Tokic war da noch zur Absicherung hinten. Patoka nicht letzter Mann, also somit auch keine Verhinderung einer hundertprozentigen Torchance. Gelb, die richtige Entscheidung. Das sehen natürlich jetzt die Austria-Fans naturgemäß anders. Ja, Patoka kommt noch nicht wirklich in die Gänge und dann stellt er sich auch ganz ungeschickt an. Kann den Ball mit der Grätsche nicht erreichen und fährt Rubin Okotie noch dazu in die Parade. Aber hier der Beweis, dass Mario Tokic ja noch als Feuerwehr zur Stelle war. Aber Jürgen Patoka verlängert damit seine Winterpause unfreiwillig. Fünfte Gelbe gegen den Floridsdorfer. Damit muss er heute in einer Woche beim letzten Herbstspiel im Hanapi-Stadion gegen den LASK auf jeden Fall passen. Aber das muss bei dieser Partie ja auch ein gewisser Michael Bauer. Acimovic. Jo! Nicht aus der Abteilung Granate, aber der war sowas von platziert. Damit macht der Slowene sein 9. Saisontor. Die zwei Mauerbrecher Blanchard und Standfest machen im besten Motto der Volksbank den Weg frei. Natürlich desaströses Mauerverhalten von Rapid. Und vielleicht hat Andreas Luxe beim Einrichten der Mauer auch nicht so hingeschaut. Aber auf der anderen Seite steht schon 2:1. Was ist denn jetzt in diesem Derby los? Ich fasse es nicht. Wo war denn Fernando Trojanski? Fragezeichen. Steffen Hofmann mit Saisontor Nummer 8 bringt Rapid postwendend zurück in diese Partie. Hellste Freude auf der Rapid-Betreuerbank. Rapids Top-Vorbereiter wieder mal mit einem Treffer. Die Austria noch im kollektiven Torjubel. Vor allem offenbar Alexander Dragovic, den dann auch Meierhofer blockiert. Hofmann so alleine im Strafraum, wie sonst nur der Austria-Platzwart, wenn er den Rasen pflegt. Und so eine Chance lässt sich der deutsche Kapitän auch nicht entgehen. Es waren auch keine Elfmeter, die waren ihm zu viel vergangenen Samstag gegen Altach. Und plötzlich
schlägt die Niedergeschlagenheit auf der Westtribüne bei den Rapid-Fans wieder in Freude und Freudenfeuer um. Oh, Kotje mit einem unnötigen Foul, ohne Chance auf den Ball, und dafür sieht er zu Recht die gelbe Karte, und damit ist auch er im letzten Spiel dieser Herbstsaison gesperrt. Da trifft zwar den Gegenspieler nicht heftig, aber er trifft ihn und der Ball war ganz woanders. Fünfte Gelbe auch für Rubin Okotie. Mattersburg kann er sich schenken. Vielleicht schlägt dort endlich die große Stunde des Mamadou Djaban. Die Brisanz, das Feuer, die Leidenschaft, alles das hat uns das Derby eine halbe Stunde lang vorenthalten, aber alles das gibt uns dieses Derby in der letzten Viertelstunde der ersten Hälfte ausreichend zurück. Trojanski sehr ungestüm gegen Willi Kavlak und damit schenkt der Rapid einen Freistoß aus einer Distanz, aus der Steffen Hofmann schon des Öfteren getroffen hat. Frage nur, was macht der Meierhofer da? Drüber laufen, Hofmann, gut, Schaffer auch gut, aber fast nicht gut genug. Und dann Branko Boskovic, der ist eben ein Linksfuß. Das erklärt, warum er diesen Abpraller nicht im Tor untergebracht hat. Top-Chance für Rapid. Die Partie wieder völlig ausgeglichen zu gestalten. Dieses Derby. Peter Backhol zeigt jetzt mehr Emotionen als nach dem Treffer von Hofmann. Zeigt Nerven. Die Patoka sollte langsam Vorsicht walten lassen. Gelb verwarnt und jetzt wieder recht heftig im Zweikampf mit Rubin Okotie unterwegs. Foul Hannes Eder, der sich da sehr breit gemacht hat. Backhold macht sich jetzt wichtig bei Schiedsrichter Stefan Messner. Stellen Sie sich Peter Backhold als Stürmer vor, der in einen vor ihm angeschraubten Gegenspieler reinläuft. Da hätte er auch nicht bitte weiterspielen reklamiert. Sulimani auf Basina! Ja, der mit viel Gefühl, aber zu wenig Drive beim Abschluss. Boskovic. Der will es jetzt offenbar wissen. Schaffer gegen Hoffer. Schaffer mit dem Ball. So genau gesehen haben, und da zähle ich mich auch dazu, nochmal die Entstehungsgeschichte des Rapid-Treffers. Die letzten 21 Rapid-Tore haben entweder
die drei Stürmer, Meierhofer, Hofer, Jelavic oder eben Steffen Hofmann erzielt. Über 20 Sekunden Trinkgeld gibt es an diesem Adventssonntag von Stefan Messner und Jürgen Patoker hat beim Schiedsrichter noch immer einen kleinen Bonus. Acimovic 2:0 war der dritte direkte verwandelte Freistoß der Austria in dieser Saison, der 15. Treffer nach einer Standardsituation und dabei bleibt es wohl auch. Jacek Bonk macht ganz schön Kilometer, immer wieder vorne bei den Standards, immer wieder flugs zurück, naja, beim Torjubel nach dem 2:0 nicht flugs genug. Hoffa gewinnt da ein Kopfballduell gegen Bonk. Guter Einsatz von Boskovic. Und dann schlagen hier die Menschen Purzelbäume. Nochmals Hoffer. Also dieser postwendende Anschlusstreffer nach dem 0:2 durch Hofmann hat Rapid so richtig schön wach gemacht. Die erste Hälfte ist Geschichte. 30 Minuten unter Anführungszeichen Langeweile, dann 15 plus 2 Minuten Spannung, Dramatik pur im Franz-Horst-Stadion. Die Austria geht mit einer 2-1-Führung in die Pause durch die Treffer von Standfest und Acimovic bzw. Hofmann. Rapid hat hier schwer reingefunden in dieses Derby, war mit dem 0-1 gut bedient. Das 2:0, dieser Doppelschlag, schien hier für klare Fronten zu sorgen. Aber mit dem postwendenden Anschlusstreffer von Steffen Hofmann hat Rapid hier richtig Gas gegeben. Boskovic hat einmal die eigene Querlatte getroffen, den Ausgleich am Fuß gehabt, nicht verwandelt. Aber eine der herausragenden Figuren dieser ersten Hälfte sicherlich der Austria-Pole, Jacek Bonk, jetzt gleich bei Jörg Künne. Und dort freuen wir uns auf eine zweite Hälfte, die hoffentlich so verläuft wie die letzte Viertelstunde der ersten. Noch ein Wort zum Sack, lieber Markus Kretschmer. Der war gestern schon leer, denn gestern kam der Nicolò. Das erste Foul in der zweiten Hälfte, recht schnell begangen. Ich habe Ihnen gesagt, 27 Stück in der ersten Hälfte, das ist doch über dem Ligaschnitt. Keteler. Boskovic gedoppelt, wieder Keteler. Ja, da schleicht sich Willi Kavlak eigentlich still und leise davon. Flanke gar nicht mal so schlecht. Da ist Hofmann, der Pass allerdings gar nicht mal so gut. Okotje enteilt da mal Heikkinen, hat aber noch Tokic vor sich, noch immer Rubin Okotje und dann geht der Versuch des Gurkarls Richtung Tokic schief und dann ist auch noch Okotje als letzter mit einem Körperteil am Ball und daher gibt es nur Abstoß. Aber keine Bange, liebe Austria-Fans. Erst zum 9. Mal ist Violett in dieser Saison heute mit 1:0 in Führung gegangen. Bei den vorangegangenen 8 Spielen wurde immer gepunktet, 7 Mal sogar gewonnen. Sehr eng, zu eng, Keteler überlässt den Ball seinem Goalie. Wo ist der Mann für den Spielaufbau? Branko Boskovic wäre einer, wird hier allerdings des Balles beraubt, quasi nach Sulimani.
Ketteler war in der Vorwärtsbewegung, jetzt standfest. Und da kam Acimovic mit Riesenschritten, allerdings synchron. Neben ihm auch Hannes Eder. Erster Eckstoß der zweiten Hälfte nach Ecken führt die Austria hier bereits mit 6:0. Zu treten. Guter Eckball, Blanchard war damit. Leichte Reklamationen eines eventuellen Handspiels, aber die sind auch schon wieder verpufft. Ja, der Austria-Kapitän, der hat noch nie gegen Rapid getroffen. Hier trifft er Mario Tokic, allerdings denke ich an der Brust. Wieder in der Vorwärtsbewegung, dann etwas schläfrig beim Ballverlust. Allerdings macht dann Trojanski auf der linken Austria-Angriffsseite das Spiel langsamer. Dragovic Richtung Okotie, mit dem Jürgen Batogar nach wie vor für seine Probleme hat. Leikkinen, immer noch der zweikampfstärkste Spieler dieser Partie, dann allerdings mit einem beinahe fahrlässigen Pass Richtung Hannes Eder. Da setzt sich kurzfristig der Austria-Jungspund durch. Und wollte dann auch noch einen Freistoß, den hat er nicht bekommen. Der Hofmann immer wieder bestrebt, der Fernando Trojanski die Fersen zu zeigen. Der Rapid-Kapitän sehr viel unterwegs, rochiert permanent, dadurch auch sehr oft anspielbar. Allerdings Branko Boskovic, der jetzt da die Fäden im zentralen Mittelfeld bei Rapid ziehen soll, bringt den Pass zu Hofmann äußerst selten an. Ein klärendes Gespräch bitte unter Männern. Acimovic. Messner und Eder. Beiden Kapitäne in Hörweite. Acimovic diesmal scharf. Dann war Boskovic mit dem Oberschenkel dran, dann geht die Fahne von Schiedsrichterassistent Strasser hoch. Punkt offenbar im Abseits. Und wir notieren nach 51 Minuten die erste Abseitsposition in dieser Partie. Ja, und der gute Schaffer ermöglicht Rapid den Ausgleich. Premierentor für Erwin Jimmy Hoffer. Denn er hat bislang noch nie gegen die Austria getroffen, egal ob für die Admira oder für Rapid. Aber was war da mit dem Schaffi los? Abseits war es keins, dann kommt er raus, denkt, er hat den Ball sicher, konnte ihn nicht mal mit der großen Nase weit genug wegschlagen. Und Hoffer sagt artig, vielen lieben Dank. Flanke kam von Ketteler. Und was sich beim Freistoß kurz vor der Pause von Hofmann abgezeichnet hat, wird jetzt zur Gewissheit, das ist nicht der Derby-Tag des Sabolcs-Schaffer. Wenn Rubin Okotie, der Matchwinner beim
vorangegangenen Derby war, dann wird vielleicht Erwin Hofer heute zum großen Rapid-Helden. Das 1-2 von Hofmann aufgelegt, das 2-2 selbst erzielt. Und jetzt hat Rapid ganz bestimmt Appetit auf mehr. Kavlak auf Ketteler, der rutscht kurzfristig standfest weg. Aber was macht Ketteler? Die Flanke zuvor war besser. Noch immer richtige Jubelorgien bei Peter Packholt und seinen Assistenztrainern. Das darf einem Klasse-Torhüter einfach nicht passieren. Naja, Haare raufen kann Herr Karl ja noch, im Gegensatz zum Beispiel zu einem Andrej Panadic. Wenn wir uns an das 2-0 der Austria erinnern, es ist nicht der Derby-Tag beider Torhüter. Boskovic. Naja, jetzt versuchen sie auch so ziemlich alles Richtung Austria-Tor zu bringen. Aber Sabolcs Schaffer ist routiniert genug, dass er diesen Patzer eigentlich wegstecken müsste. Suttner überläuft Steffen Hofmann. Wohin mit dem Ball? Natürlich zu Acimovic. Toll gemacht. Basina gegen Boskovic. Basina erfolglos gegen Luxe. Ja, der kann ja rechts wie links schießen, allerdings so richtig Dampf hinter seinen Torschüssen war heute noch nicht. Nochmals Basina. Okotie in der Mitte, Acimovic. Was macht Okotie? Den Lupfer nicht ins, sondern aufs Netz. Naja, und da gibt es schon wieder Schimpfer für das Defensivverhalten der Herren in Weiß. Wieder alle in der Vorwärtsbewegung gewesen. Etwas pomadig im Zurücklaufen, dann wird auch nicht wirklich attackiert. Und hätte Okotie den versenkt, wäre er ein heißer Kandidat für den Titel des Torschützen des Monats Dezember 2008. Stefan Messner greift schon mal in die Hosentasche oder doch nicht. Auf jeden Fall hat jetzt die medizinische Abteilung von Rapid mit Dr. Zivko und Marcel Frey einiges zu tun. Ähnliche Schrecksekunde wie in der ersten Hälfte bei Markus Suttner. Jetzt beim Torschützen. Blanchard, natürlich Erwin Hofer selbst schuld. Von 9,15 Meter keine Frage. Aber den Ball aus dieser kurzen Distanz mitten auf die 12 zu kriegen, das muss man auch erstmal aushalten. Ja, Peter Packholt hat vor geraumer Zeit schon sicherheitshalber eine Gartler zum Aufwärmen geschickt, der nach einer halben Ewigkeit zurück ist im Rapid-Kader. Auch die Austria-Ersatzspieler versuchen den Körper auf Betriebstemperatur zu bringen. Keine leichte Übung bei Außentemperaturen um den Gefrierpunkt. Hofer will zurück. Fritz Stuchlik hindert ihn noch dran. Jetzt darf er. Das Lob zu viel von seinem Vorstand Finanzen, Markus Kretschmer. Übrigens, Markus Böttcher hat Markus Kretschmer mit keinem Wort erwähnt. Acimovic, Suttner mit in der Offensive.
mal nur unter Anführungszeichen Einwurf, wie der Cimovic gegen Hofmann. Ja, der Hofmann arbeitet und arbeitet, der Ball noch heiß, jetzt abgekühlt von Mario Tokic. Und auf dem Rechenschieber platzieren wir ein weiteres Kügelchen auf die Austria-Seite. 7:0 nach Eckstößen. Hacimovic wieder mit dem Versuch, den Ball direkt in den Torraum reinzuheben. Diesmal durch den Torraum durch. Karl Daxbacher übt sich im Stiegensteigen. Nauf, nunder, nauf und wieder nunder. Interessante Regelauslegung von Stefan Messner. Also da hat er mit beiden Händen ganz schön angetaucht, der Gaucho. Aufgepasst. Da. Der Ball war ganz woanders. Aber schauen Sie mal auf die Spielkleidung des Steffen Hofmann. Auch daran erkennbar, was der Kapitän leistet, wie viel er arbeitet. Die Drecksarbeit macht sich vor allem auf der Hose schon bemerkbar. Sieger dieses Duells, aber es gibt Einwurf für Violett. Der Flankeneinwurf für Joachim Standfest, natürlich Richtung Okoti. Der gegen Batuka und Ketteler, das war einer zu viel. Er wollte das Spiel verlagern Richtung Markus Suttner, Pass in den Rücken des linken Außenverteidigers. Damit in der Basketballersprache ein Turnover. Zwischenstand für Auswirkungen auf unserer allseits beliebten Blitztabelle. Rapid hat wieder ein Pünktchen mehr auf dem Konto. Die Austria hatte beim Pausenstand von 2:1 Grün-Weiß in der Tabelle eigentlich schon überholt. Die Austria versucht jetzt auch wieder mal konstruktiv etwas für das Offensivgeschehen zu machen. Boskovic zurück auf Batuka. Ketteler, Boskovic blitzschnell schon wieder 30 Meter weiter vorne. Kavlak gegen Standfest. Ja, der Ronaldo-Übersteiger ist gelungen. Und dann die Abschlussmöglichkeit wieder für Branko Boskovic. Ja, da hat er richtig schön unter den Ball geschaufelt. Er, der im Übrigen beide Saisontore gegen die Austria erzielt hat, beim 3:0. Im ersten Derby im Hanapi-Stadion. Und heute möchte er gerne nachlegen bei Montenegriner. Da ist er wieder. Er lädt da Hofer zum Doppelpass ein. Dragovic hat da nicht mitgespielt. Oh, kein Foul. Ganz klarer, faires Tackling von Heikkinen. Da kann der Basiner schreien, so laut er will. Wieder Kavlak Richtung Hofer. Das Selbstvertrauen bei Rapid ist gehörig gewachsen. Heikkinen. Ungefähr dorthin, wo zuletzt Boskovic geschossen hat. Peter Bakult
Und Co-Trainer Zoki Barisic hat gerade geplärrt. Vielleicht haben Sie es im Hintergrund gehört. Das war das Signal für Christopher Drazan, seine Aufwärmphase zu beenden. Es wird also in Kürze den zweiten Wechsel bei den Gästen geben. Kavlak, gut gearbeitet von Blanchard, der dafür noch eine auf den Solarplexus bekommen hat. Und Hofmann grätscht und rutscht, dass es eine Freude ist, bekommt auch viel Applaus von den Rapid-Fans dafür. Hofmann wieder gegen Trojanski. Foul-Anzeige von Assistent Adanic Junior. Und jetzt bekommt Trojanski auch die gelbe Karte, um die er sich schon in einigen Situationen beworben hat. Beim vorangegangenen Derby war ein Foul von Trojanski mit anschließender Verwarnung auch der letzte Auftritt des Argentiniers. Heute macht er weil fit weiter. Er hat nur 31% gewonnene Zweikämpfe. Trojanski hält nicht das, was er beim letzten Derby versprochen hat. Kavlak geht raus, Drazan rein. Damit wird sich am System und an der taktischen Ausrichtung bei Rapid nicht viel ändern. Ja, Schaffer wieder gefragt. Diesmal löst das gut gegen den Leuchtturm Stefan Meyerhofer. Drazans erster Ballkontakt. Tor hat der Sohn von Fritz Drazan ja noch keins in der Bundesliga geschossen, aber immerhin schon 4 vorbereitet. Und seine Flankenläufe werden wohl die Austria noch das eine oder andere Mal vor Probleme stellen. Ketteler. Also seine Flanken eher Güteklasse C. Die bislang beste führte dank Sabol Schaffer zum Rapid-Ausgleich. Immer noch der agilste, da hat er sich etwas übernommen. Offenbar abgesprochen, wenn Acimovic tief runter geht, bleibt Mario Basina etwas weiter zurück. Der Austria will hier kein großes Risiko gehen. Seine erste Wechseloption ziehen. Vielleicht gutes Omen für Violett. Thomas Kramer, Schütze zum 1-0. Vor knapp 4 Wochen gegen Rapid, macht sich bereit. Und Drazan holt. Hurra! In Minute 66 den ersten Eckstoß für Rapid raus. Sulimani raus, Kramer rein, auch ein beliebtes Spielchen von Karl Dagsbacher. Allerdings hat Kramer in den vergangenen 5 Ligaspielen immer begonnen. Zuletzt haben ja auch beide gespielt. Und damit kommt Thomas Kramer auch zu seinem 150. Bundesliga-Einsatz. Von Sulimani kam im Laufe dieser 66 Minuten eine einzige Flanke von Kramer erwartet. Karl Dagsbacher offenbar mehr. Guter Eckstoß von Hofmann und dann ein Missverständnis zwischen Bonk und Schaffer. Naja, die sprechen auch nicht die gleiche Sprache. Gewöhn, aber so wie Hofmann spielt, ist das auch eine mögliche Option. Ketteler, Einwurf Austria. Es gibt ja doch noch die Trainer-Emotion im Grün und Weiß und dem Tiger Zajček dürfte ganz schön kalt sein, obwohl der doch eine so
dicke natürliche Schutzschicht hat. Frustfaul Meierhofer, nachdem das technische Stückerl nicht wirklich gelungen ist. Ja, die Rapid-Fans auf der Westtribüne gehörig laut. Die Austria-Fans, die natürlich in der Mehrzahl unter den 12.300 Besuchern sind, ist die Lautstärke ein wenig abgedreht worden. Aber auch er, zweiter Sieger gegen einen heute bärenstarken Markus Heikkinen. Das war in dieser Saison nicht immer so. Da finde ich manchmal mit weniger gewonnenen Zweikämpfen in einer Partie. Aber heute ist er wieder in der Meisterform. Jetzt allerdings der Ballverlust gegen Blanchard. Hat viel Zeit, viel Platz, sich den Ball für die Flanke vorzubereiten. Das kommt dann dabei raus. Kugel allerdings noch im Spiel. Basiner gegen Hofmann. Abstoß. Tja, nur die Hand zu heben, lieber Mario Basiner, ist etwas wenig. Mit der Spitze des linken Fußes war er als letzter dran. Ja, und der Herr Karl neigt zur Verzweiflung und der arme Seppi Michael muss sich das jetzt alles anhören. Den Ball per Einwurf ins Spiel zu bringen. Diesmal nützt er das Ganze wesentlich flotter als zuvor. Keteler. Boskovic. Da ist Drazan völlig frei, weil standfest Boskovic attackiert hat und somit seine Defensivposition kurzfristig aufgegeben hat. Drazan. Er sucht einen Passweg, sieht nur Andreas Luxe, lässt sich auf ein Tänzchen mit Standfest ein und besteht den Tanztest. Wenn man Jacek Bonk eines absolut nicht absprechen kann, das ist das eine geballte Ladung Routine. So hat er auch diesen Freistoß jetzt herausgeholt. Das siebente Foul seit Wiederbeginn. Offenbar beide Teams auch nach dem Motto, es diesbezüglich etwas ruhiger angehen zu lassen als im Durchgang 1. Gefrusteten Foulvergehen. Dafür sieht auch er gelb. Ohne jegliche Chance auf den Ball da hinten drauf auf Joachim Standfest. Aber damit verlängert Meierhofer seine Winterpause nicht. Es ist erst unter Anführungszeichen seine vierte Verwarnung. Meierhofer schon wieder nach vorne unterwegs, lässt durch für Steffen Hofmann, aber Markus Suttner hat das Laufduell angenommen und letztlich auch gewonnen. Da sind wir jetzt, schwärmen Sie mal zu fünft aus. Die Herren in Violett, aber das Tempo ist schon wieder draußen. Rapid defensiv wieder sortiert. Blanchard. Eder Kopfballsieger und dann leicht benommen.
nachdem er mit Kramer noch zusammengekracht ist. Ja, das kommt dabei raus, wenn ein Tiroler und ein Steirer bei einem Wiener Derby mit den Köpfen zusammenkrachen. Hofer, dessen Brummschädel sich offenbar völlig verabschiedet hat. Grazer, butterweiche Flanke auf Meierhofer, aber der bringt keinen Druck mehr auf den Ball. Platziert war die ganze Chance auch nicht. Aber die erste wirklich gute Gelegenheit für Rapids Top-Torjäger Stefan Meierhofer in diesem Derby. 73 Minuten sind mittlerweile vergangen. Nochmals Meierhofer, diesmal mit blendendem Assist für Hofer, und diese Abseitsangelegenheit möchte ich gerne noch mal sehen. Blitzschnell ging da die Fahne von Gerd Adanic hoch und er hat recht. Im Moment des Abspiels Erwin Hofer ein paar Zentimeter zu weit vorne. Kompliment an den Schiedsrichterassistenten. Schenkel, Nase und Schuh. Und Fernando Trojanski heute nicht nur zweikampfschwach, sondern auch mittlerweile spielerisch eigentlich unter jeder Kanone. Hat gut begonnen mit ein paar starken öffnenden Pässen in der ersten Hälfte. Jetzt gelingt dem Argentinier so gut wie gar nichts mehr. Jetzt könnte er mich Lügen strafen, gibt Einwurf Austria und den wird Markus Suttner ausführen. Er sucht natürlich wieder Acimovic. Elegant zurück auf Suttner. Okotie mit vollem Risiko. Das wird zumindest teilweise belohnt, denn es gibt Eckstoß für die Austria. Aber der großartige Techniker Milenko Acimovic heute wieder mal auch sehr gut aufgelegt. Das ist ja auch nicht immer der Fall in der Tipp 3 Bundesliga. Diesmal an die kurze Stange. Dort steht allerdings Branko Boskovic. Mischt sich Mario Basina zumindest kurzfristig erfolgreich ein. Kramer jetzt mit Defensivaufgaben. Standfest ganz weit vorne war bei dieser Standardsituation. Die Rapid-Viertelstunde wird eingeklatscht und eingeleuchtet. Diesmal gegen Standfest, da ist die ganze Angelegenheit schon etwas schwieriger zu bewältigen. Hebt Thomas Kramer verwirrt die Hand. Es gibt die zweite Möglichkeit für Kettelader weit einzuwerfen. Der Bonk in der Luftsieger, diesmal gegen Hofer. Aber ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Rapid in der Schlussphase dieses Derbys den Sieg etwas mehr will als die Austria. Meierhofer wieder Richtung Hofer. Idee gut. Eikener. Abgedeckt, daher der Pass zurück auf Ketteler. Ein weiterer Flankenversuch des Deutschen endet kläglich. Die Kontermöglichkeit Acimovic. Kramer, der noch gut zu Fuß ist,
aber da wäre nicht mal ein 100-Meter-Sprinter rangekommen. Noch dazu hätte er umdrehen müssen. Steffen Hofmann bläst noch mal kräftig durch, aber er wird auch diesen Freistoß für Rapid ausführen. Löst sich Meierhofer geschickt und Razan hat zwei Gegenspieler vor sich. Ketteler bietet sich an, aber macht nichts draus. Wieder Razan legt sich den Ball etwas zu weit vor, aber Joachim Standfest macht ihm die Freude, den Ball noch abzuscherzen. Eckstoß Nummer 2 für Rapid nach 80 Minuten. Aber das mit dem 3-Corner, ein Elfer, fällt in die Rubrik, was der Hausmeister und der Herr Tennenbaum noch wussten. Entscheidet auf Handspiel, Rapid reklamiert, große Klappe. Daher gibt es jetzt für Christopher Drazan Gelb. Auch das keine gelbe Karte mit etwaigen Spätfolgen. Hofmann Lauf stärker. Blanchard. Der Patoka, der sich gefangen hat, auch nicht mehr am Rande der Gelb-Roten wandelt. Chancelin Blanchard, nahezu jede Offensivaktion der Austria geht jetzt vom Kapitän aus. Aber sie endet nicht so, wie sich Violett das vorstellt. Chaotische Zustände herrschen da wieder im Mittelfeld. Die Partie ist leider wieder auf dem Niveau angelangt,
auf dem sie in den ersten 25, 30 Minuten dahin geplätschert ist. Jabang haben sie kurz im Bild gehabt, auch der wird noch kommen. Sicherheitshalber noch mit den Haaren dran. Hinter ihm war ja auch noch Thomas Kramer unterwegs. Also diesen Eckball kann man schon mal in Kauf nehmen. Jetzt bin ich gespannt, ob die Austria vor oder erst nach diesem Eckstoß wechselt. Offenbar erst nachher. Hacimovic weit gezogen. Trojanski weit vom Ball entfernt, noch dazu mit Foulspiel. Jetzt wird Fritz Stuchlik die Leuchttafel in die Höhe halten. Hat sich Trojanski schön verschätzt. Tokic noch eine mitgegeben. Mario Basina ist erlöst. Und 7 Minuten vor dem Ende. Jabang und der Spielstand von 2:2. Da war doch was. Sein einziger Bundesliga-Treffer gegen Red Bull Salzburg in der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg. Damals hat die Austria einen 0:2-Rückstand wettgemacht. Heute hat sie einen 2:0-Vorsprung vergeigt. Zweikampf soll auch vorkommen. Und wenn ich mir diese Purzelbäume und diese Passbälle, die ungefähr 2 Meter vom Adressaten entfernt landen, so ansehe, denke ich, es wird höchste Zeit, dass dieses Derby zu Ende geht. Stürmerfoul Lokotje. Was für Bonk gilt, gilt natürlich auch für Tokic. Jede Menge Routine. Kurz einen Körperteil des Gegenspielers am eigenen gespürt. Da gehen wir doch mal zu Boden, auch wenn dieser Boden heute extrem kalt ist. Karl Dachsbacher hat sich da recht mokiert über diese Entscheidung und zum ersten Mal hat jetzt auch Fritz Stuchlik als vierter Offizieller ein paar mahnende Worte an den Austria-Coach gerichtet. Hoffmann! Naja, und gegen den Schaffi in der heutigen Verfassung kann man es ja durchaus mal probieren. Weit davon entfernt, Steffen Hofmann aus dem Spiel zu nehmen. Jetzt kann er es sowieso nicht. Eckstoß des Kapitäns. Naja, und Schaffer erneut ausgesprochen unsicher. Also er hat diesen Patzer wahrlich nicht weggesteckt. Vielleicht erklärt das auch, dass Jacek Donk in solchen Situationen immer mitspringt. Offenbar kein großes Vertrauen mehr zu seinem Torhüter hat. Das dritte Foul des Stefan Meyerhofer in dieser Partie aus der Abteilung absolut unnötig. Für eines hat er gelb gesehen. Kramer, da ist erstmals Jabang wieder zurück auf Kramer. Da kommt Hacimovic, ja, da hat alles gepasst, nur der Abschluss nicht. Tolles Direktspiel der Austria über 3 Stationen und Milenko Hacimovic hat so viel Selbstvertrauen, dass er diesen Dropkick auch noch nimmt, nur halt Mitte Tor. So eines ist gewiss, Stefan Meyerhofer wird die Marke seines Trainers, als der Rapidspieler war, was Tore betrifft, heute nicht mehr einstellen. Denn in Minute 87 ist für das Hütteldorfer Phantom mal Endstation in diesem Derby. 25 Tore in 31 Spielen. Peter Barkold hatte 26 in 58 gemacht. Also was noch nicht ist, wird aller Voraussicht nach noch werden. Und Niki Zajelavic kommt, ähnlich wie zu Saisonbeginn, wieder zu einem sehr kurzen Auftritt.
Hofer. Gegen vier und dann mit einer fahrlässigen Grätsche hinten nach. Das ist etwas übertriebener Einsatz und dafür sieht auch Jimmy Hofer die gelbe Karte. Er hat sich mit vier Gegenspielern eingelassen und dann hält er da voll drauf gegen Thomas Kramer. Das tut dem weh und veranlasst Stefan Messner noch einmal zur gelben Karte zu greifen. Und das zu Recht. Wer kriegt den Freistoß? Rapid bekommt ihn. Foulspiel Okotie. Ja, auch hier Gegenspieler unterlaufen. Gute Entscheidung von Stefan Messner. Überhaupt großes Lob an das Schiedsrichter-Trio. Sehr solide Leistung. Auch die beiden Assistenten bei ihren Anzeigen immer auf Ball, Augenhöhe und richtig gelegen. Fehlpass Bonchard auf den anderen Kapitän. Vorteil Jelavic auf Häkkinen. Ja, da kommt auch Christopher Drazan, nur kommt er nicht an den Ball. Ketteler. Das ist seine beste Flanke am heutigen Nachmittag, respektive Abend. Allerdings etwas zu hoch für Jelavic. Na, wäre dort noch Meierhofer aufgetaucht, wäre es möglicherweise noch gefährlicher für die Austria geworden. Jelavic hat hier Rückenlage, gibt sein Bestes, aber es reicht nicht zum Führungstreffer. Ja, aber Jelavic noch frisch, der hat Kraft gegen Suttner. Eckstoß Rapid in Minute 90. Natürlich auch dieser Eckstoß ein Fall für Steffen Hofmann. Das ist Patoka mit vorne auch im gegnerischen Strafraum. Ja, Schaffer und Bonk, die einander da abermals behindern. Und dann Bonk gefragt gegen Boskovic. Ja, sehr zaghafte Elferreklamation an der Rapid-Fans. Das war viel zu wenig. Vielleicht gibt jetzt Standfest nochmal Gas. Nein. Also dieses Derby hat natürlich auch viel Kraft gekostet. Joachim Standfest hatte da keine Reserve mehr, noch weiter zu laufen. 3 Minuten Nachspielzeit gibt es im Übrigen. Nochmals Ketteler. Und Schaffer mit sehr viel Vertrauen. Boskovic war da völlig ungedeckt. Wieder ein hoher Ball in den Austria-Strafraum, der absolute Gefahr bringt. Aber Boskovic wieder mit dem rechten Fuß, wie schon kurz vor der Pause. Und das ist einfach nicht sein besserer. Wieder Foulspiel Okotie an Tokic und jetzt ist Karl Dagsbacher kaum mehr zu bremsen. Jetzt ist er wie das Rumpelstilzchen durch die Coaching-Zone gehüpft. Mit Argusaugen von Fritz Stuchlik beobachtet. In dieser zweiten Hälfte gehen die Duelle Okotie, Tokic zum Großteil an den Austria-Abwehrchef. Der hat auch die beste Zweikampf Bilanz aller Rapidler natürlich, Rapid-Abwehrchef, ehemals Austria-Abwehrchef und jetzt wird es nochmal brenzlig für Violett. Branko Boskovic gegen Chancelin Blanchard, etwas aufgestützt vom Austria-Kapitän, das reicht für Stefan Messner hier den Freistoß zu geben. Und jetzt könnte Steffen Hofmann seine Topleistung
in diesem Derby mit dem Siegtreffer krönen. Das macht er aber nicht, weil jetzt auf Sabolcsafer doch noch richtig Verlass ist. Gut angetragen der Freistoß, die Mauer wieder etwas brüchig, aber der Ball kommt doch nicht ins Eck. Dafür liegt er jetzt im Eck und wird von Hoffmann wieder ins Spiel gebracht. Oder doch nicht. Aber bleibt dabei Steffen Hoffmann, der beste Rapidler in diesem Derby, ohne Zweifel. Obwohl er heute mal nicht die meisten Ballkontakte hatte, die hatte überraschenderweise Marcel Ketteler. 2-2, schiedlich friedlich, zum Glück auf den Tribünen, auch auf dem Spielfeld. Es war kein wirklich großes Derby. Die beste Phase hatte dieses Spiel zwischen Minute 30 und 55. Rapid hat, wie schon zuletzt in Graz, einen 0-2 Rückstand noch in ein Unentschieden umgewandelt. Diesmal allerdings nicht erst in der Schlussphase. Was für Hoffmann gilt, gilt für Acimovic. Er für mich der stärkste Austrianer. Tja, Andreas Luxe hat da einen reingelegt per Freistoß, an dem der Rapid-Goalie nicht ganz schuldlos war. Absolut schuld am Ausgleich von Rapid durch Erwin Cimihoffer hat allerdings der Austria-Goalie getragen, der es, wie wir alle wissen, wesentlich besser kann, als er es uns heute gezeigt hat. Rapid darf sich stolz von den Fans verabschieden. Markus Heikkinen da noch mit der Nummer 8, natürlich auch erwähnenswert, mit einem riesen Laufpensum, zweikampfstark und auch offensiv mit der einen oder anderen Idee. Der vermeintliche Austria-Matchwinner, der es dann doch nicht wurde, Milenko Acimovic, ist der erste Gesprächspartner von Jörg Kühne. Diesmal nicht französisch, oder? Auswärts am häufigsten trifft, 23 Stück sind es mittlerweile. Das sind die nackten Zahlen dieses 288. Derbys. Punkto Torschüsse hat Rapid noch einen draufgelegt, jetzt 2-3 mehr als die Austria, allerdings die hat den Ball öfter auf des Gegners Tor gebracht. Bei den Fouls haben sich die beiden Teams in der zweiten Hälfte zurückgenommen, 27 in der ersten, nur 17 in der zweiten Hälfte, das ist alles noch im grünen und violetten Bereich. Spielanteile ausgeglichen, einzig die Zweikampfbilanz ist in Hälfte 2 zugunsten der Wiener Austria gekippt. Was unterm Strich bleibt, ist ein 2-2 mit einem Tor von Joachim Standfest, das von Schiedsrichter Messner anerkannt wurde. Ja, beinahe wäre Rapid hier im Horststadion wieder K.O. gegangen. Die Austria hat bereits mit 2-0 geführt, aber am Ende gab es doch ein 2-2 Unentschieden im 288. Wiener Derby. Herr Robert Weber, im Großen und Ganzen ein gerechtes Unentschieden? Ein gerechtes Unentschieden. Die Austria war in der ersten Halbzeit stärker. Rapid hat fast die ganze zweite Halbzeit dominiert, auch deswegen, weil Steffen Hoffmann sich immer besser lösen konnte. Im Großen und Ganzen nach dem 2-2 haben die Mannschaft nicht mehr alles riskiert, waren in Wirklichkeit mit dem Unentschieden zufrieden. Aber Herr Robert Weber, es gibt doch einen Sieger am heutigen Nachmittag und der heißt Red Bull Salzburg. Herzliche Gratulation. Die Salzburger sind Winterkönig in der Tipp 3 Bundesliga. Nur wenn Rapid heute gewonnen hätte, wäre erst in der nächsten Woche dann die Entscheidung gefallen. 5 Punkte Vorsprung von Salzburg auf Rapid. Es bleibt bei 7 Punkten Vorsprung von Salzburg auf die Austria. Was bedeutet das für beide Wiener Clubs, vielleicht schon im Hinblick auf die Frühjahrssaison? Ich habe schon vor dem Spiel gesagt, dass heute beide trachten müssen, dieses Spiel zu gewinnen. Es ist nicht gelungen, es ist zu einem Unentschieden gekommen. Davon profitiert, wie man sieht, am meisten Salzburg. Und sie haben sich dadurch auch diesen Winterkönig verdient.
Herbert Weber, wir schauen uns jetzt in aller Ruhe noch einmal die Höhepunkte dieses Derbys an und beginnen beim 1:0 für die Wiener Austria, erzielt von Joachim Standfest in der 34. Spielminute. Mitentscheidend sicher dieser Zweikampf. Milenko Acimovic gewinnt ihn gegen Andreas Dober. Dann die herrliche Vorarbeit von Rubin Okotje. Joachim Standfest nicht im Abseits und es stand 1:0 für die Austria. Ja, Acimovic hat mich wirklich beeindruckt in dieser ersten Halbzeit. Hier löst er sich von Dober. Sie haben schon in der Pause gesagt, für Sie alles mit fairen Mitteln zugegangen. Ja, in Wirklichkeit wollte Dober ihn faulen, ist ihm nicht gelungen. Er hat sich mit dem Arm gelöst. Hier sieht man es noch einmal. Er geht hier vorbei, wie so oft in der ersten Halbzeit, spielt den schönen Pass auf Okotje und er macht dann alles richtig. Geht in die Tiefe, jeder hat mit dem Doppelpass auf Acimovic gerechnet, spielt in die Mitte und Standfest vollendet zum 1:0. Ja, nur 5 Minuten nach diesem 1:0 durch Joachim Standfest, dann bereits das 2:0 für die Wiener Austria durch den Mann der ersten Spielhälfte, durch Milenko Acimovic. Vorangegangen ist diese Situation ein Foulspiel von Jürgen Patoka. Kurz zuvor für Dober ein Spiel gekommen an Rubin Okotje. Schiedsrichter Messner hat gelb gezeigt, nicht rot. Viele haben das hier erwartet, aber das war die richtige Entscheidung. Und dann Acimovic, Blanchard und Standfest machen da den Weg frei. Und Andi Luxe schaut gar nicht gut aus. Er schaut nicht gut aus, weil der Ball ins Tormaneck geht. Er orientiert sich in die Mitte, wo die Mauer steht. In Wirklichkeit hat wahrscheinlich mit einem Heber gerechnet. Acimovic hat sich für die Tormanecke entschieden. Das ist die Ecke von Luxe und da muss er den Ball halten. Inwiefern ging diese 2:0-Führung der Austria zu diesem Zeitpunkt auch in Ordnung? Ja, Austria war in der ersten Halbzeit klar stärker, hat wirklich sehr viele Ideen ins Spiel gebracht, war technisch immer wieder präsent und war natürlich auch überlegen durch das sehr, sehr gute Spiel von Acimovic. Aber nur wenige Sekunden nach diesem 2:0 durch eben Acimovic ist Rapid wieder in die Partie zurückgekommen. Vom Anstoß weg die Situation nach dem Gegentreffer. Der weite Ball von Mario Tokic und dann spielt Erwin Hoffer den Ball geschickt auf die Seite. Da kommt Steffen Hofmann und macht das 1:2 aus Sicht von Rapid. Das ist aber auch das Positive an der Rapid-Mannschaft, dass sie sofort wieder umschalten können nach diesem 0:2. Sofort in die Offensive gehen, zweimal hier einen Pressball gewinnen und dann hat Jimmy Hoffer noch die Übersicht, dass er Steffen Hoffmann sieht. Und dann war es relativ leicht, hier den Anschlusstreffer zu erzielen, wobei man schon sagen muss, dass von da weg dann Rapid um einiges besser war. 2:0 Führung aus der Hand gegeben, wie zufrieden sind Sie mit diesem Punkt im Wiener Derby? Natürlich ist man dann enttäuscht, wenn man 2:0 führt. Vor allem haben wir uns sichtlich noch gefreut über das 2:0 und haben schon das 2:1 eingefangen. Also da war die Mannschaft nicht konzentriert genug. Das war ein Fehler. Und wie schon richtig analysiert, die zweite Halbzeit war auch wieder etwas stärker. Und letztendlich geht der Punkt in Ordnung, wenn er auch durch einen schweren Fehler passiert ist. Aber grundsätzlich bin ich mit der Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit, sehr zufrieden. War ähnlich gut wie beim Derby vor einigen Wochen. Und ich kann der Mannschaft jetzt wirklich nichts vorwerfen. Sie hat alles gegeben, auch wieder kämpferisch, stolz dagegen gehalten. Und leider ist nur ein Punkt geworden. Aber wie gesagt, mit der Leistung der Mannschaft bin ich zufrieden. Dann schauen wir uns gemeinsam noch das 2:2 an. Da fliegen die Zettel davon, kein Problem. Sabolcsaba, Sie haben es angesprochen, hat es wohl verursacht nach diesem weiten Ball von Marcel Ketteler. Der Fehler des Austria-Goalies und Jimmy Hoffer staubt dann ab und macht das 2:2. Ja, am gefährlichsten für den Tormann wird es immer dann, wenn er sich zu sicher ist. Hier hat er wahrscheinlich schon daran gedacht, wie schnell er den Ball wieder ausschießen kann. Und dann passiert dieser kapitale Fehler. Dadurch gelingt auch Rapid der Ausgleich. Aus keiner Chance ein Tor. Das ist natürlich bitter für die Austria auf der einen Seite und sehr, sehr gut für Rapid, weil von da weg die Austria wirklich versucht hat, das Unentschieden nur mehr zu verwalten. Und wir haben auch die Reaktion von Karl Daxbacher bei diesem Gegentreffer. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Ja, enttäuscht ist man natürlich. Es war relativ knapp nach der Halbzeit. Es war dann natürlich die Gefahr auch da, dass Rapid immer mehr Moral bekommt und auch noch gewinnt. Und das war letztendlich auch so. Rapid war dann mental auch stärker. Und es war eher so, dass wir das Spiel verlieren hätten können wie gewinnen. Also Sabolcsaba in dieser Saison war ja meist guter Rückhalt. Für die Austria heute hat er einen schweren Fehler beim 2:2 begangen, Jörg Kinnen. Ja, und von seinem schweren Fehler spricht ihm sogar Karl Daxbacher, Sabolcsaba. Kann man sowas wegstecken? Ich nehme an, wenn es ihm gelingt, dann Ihnen.
Ja, muss man einfach das wegstecken. Dann kommt das nächste Spiel und muss man darauf genau konzentrieren, wie wenn es nicht passiert wäre. Wieso hat es denn bei Ihnen doch so eine Art Derby-Nervosität gegeben? Nein, überhaupt nicht. Das ist nur noch eine extra Motivation, aber ja, leider, es ist heute passiert, das kann man nicht aussuchen. Aber wie sehr okay ist das trotzdem im Verlauf der Saison? Sie haben vielleicht 2 bis 3 Fehler gemacht bisher heuer. Ja, ich weiß es nicht genau, wie viel, aber ich glaube relativ wenig. Und ja, es ist bitter, dass es gegen Rapid passiert ist, aber kann man nichts machen. Jetzt hatte Steffen Hoffmann in der Nachspielzeit noch eine gute Freistoßgelegenheit. Sie haben glänzend pariert. Wie sehr für sich selbst ein Zeichen, ja, ich bin ja doch wieder da. Ja, sicherlich. Ich wollte noch Schlimmeres verhindern, dass wir noch vielleicht das Spiel verlieren. Und ja, Gott sei Dank, das ist mir mindestens gelungen. Jetzt hat die Austria 7 Punkte Rückstand auf Salzburg. 15 Runden sind noch zu spielen. Was sagt uns das ungefähr? Naja, Saison dauert noch lang und Salzburg ist noch nicht Meister geworden. Aber naja, wir müssen von Spiel zu Spiel schauen und hoffen, dass wir weiter vorne mitspielen. Dann schauen Sie auf das nächste Spiel in Mattersburg. Vielen Dank, Schabelschaffer. Also Schabelschaffer, der wirkt angeschlagen, Karl Dagsbacher. Den müssen Sie wieder aufrichten in den nächsten Tagen. Nein, es ist ja wirklich so, dass für mich der Schaffer einer der besten Torhüter in Österreich ist, wenn nicht der beste. Heute ist einmal ein Fehler passiert. Ich glaube, er hat uns schon einige Punkte geholt. Heute hat er uns vielleicht 2 gekostet. Das kann man durchaus auch so sehen. Aber in Summe gesehen bin ich und auch der Verein sehr froh, dass wir den Schabelschaffer haben. Ja, wie bei einigen Situationen hat man danach gemerkt, vor allem bei hohen Bällen rein in den Austria-Strafraum, Schabelschaffer war verunsichert. Ja, das hat man ganz klar gesehen in der zweiten Halbzeit. Dieser schwere Fehler hat ihn wirklich sehr getroffen. Er war verunsichert. Aber das sieht man heute, dass auch ein routinierter, konstant guter Tormann Nerven zeigen kann. Und das war in der zweiten Halbzeit der Fall. Karl Dagsbacher, Sie haben eine ähnliche Taktik gewählt heute wie beim letzten Derby am 11. November. Da ist alles gut gegangen. Da hat Fernando Trojanski Steffen Hofmann völlig aus dem Spiel genommen. Das ist ihm heute nur 40 Minuten lang gelungen. Warum dann nicht mehr? Ja, würde ich nicht so sehen. Es war interessant. Beide Trainer versuchten dieselbe Taktik wie letztes Mal. Jeder wollte es wissen. Ich finde, es ist schon von unserer Seite aufgegangen beim Tor vom Hoffmann. Kann der Trojanski ja überhaupt nichts machen. Und sonst hat sich natürlich der Stefan Hoffmann schon sehr, sehr schwer getan. Nur bei den Standardsituationen ist er nicht zu kontrollieren und die waren immer gefährlich. Aber Herr Robert Weber, Sie haben in der Pause gemeint, Steffen Hoffmann muss sich steigern. Er hat sich gesteigert nach dem Seitenwechsel. War er auch ein Grund dafür, dass Rapid am besten ins Spiel gekommen ist wieder? Natürlich mit ein Grund. Er hat mehr Selbstvertrauen gedankt, weil er gesehen hat, kurz vor der Halbzeit, dass er sich auch trotz der Manndeckung durchsetzen kann, dass er sein Tor erzielt hat. Und zweite Halbzeit hat er sich dann schon immer mehr durchgesetzt, auch durch die enorme Laufarbeit, die er abgeliefert hat. Und Trojanski hat man die letzten 20 Minuten schon angesehen, dass es ihm schwerfällt, ihm immer wieder zu folgen. Wie nahe dran, Herr Robert Weber, war die Austria am zweiten Derby-Sieg gegen Rapid innerhalb von nicht einmal 4 Wochen? Die Austria hat 2 Konzentrationsfehler begangen. Erstens gleich nach dem Torjubel zum 2:0, wo die Abwehr nicht formiert war. Und natürlich dann der schwere Fehler von Tormann Schaffer. Wobei man sagen muss, so ein Fehler kann immer wieder passieren. Wichtig ist, glaube ich, für die Austria, dass sie erste Halbzeit wirklich ein sehr gutes Spiel abgeliefert haben, auf dem man aufbauen kann. Und beide können eigentlich von diesem Spiel profitieren, weil Rapid wieder Moral gezeigt hat, wie schon in Spielen davor, wo sie einen Rückstand wirklich bravourös wieder aufgeholt haben. Ja, Karl Dagsbacher, die Austria ist richtig in Form gekommen, jetzt gegen Ende des Jahres 2008. Wie schade ist es aus Ihrer Sicht, dass nur mehr eine Partie gegen Mattersburg auf dem Programm steht? Ja, ich sehe schon, dass die Spieler Pause brauchen. Sie kommt schon rechtzeitig. Wir haben ein schweres Programm gehabt. Europapokal und Meisterschaft Cup noch dazu. Der Kader ist nicht so groß. Also die Pause kommt sicher recht.
Aber was heute schon für mich positiv war, dass wir gesehen haben, dass wir mit Rapid im direkten Duell einfach mithalten können. Rapid ist gegen die sogenannten Schwächern einfach stärker wie wir. Das sieht man bei den Spielen und da tun wir uns weit schwerer. Aber im direkten Duell können wir mithalten und das ist schon einmal sehr positiv und aufbauend. Und wenn man mit Rapid mithalten kann, kann man eigentlich auch mit Salzburg mithalten, oder? Ja, Salzburg könnte noch um eine Nuance stärker sein heuer. 7 Punkte liegen derzeit, Herbert Weber, zwischen Salzburg und der Wiener Austria. Wohin darf sich die Austria dann im Hinblick schon aufs Frühjahr orientieren? Ich glaube, dass die Austria heuer nicht angetreten ist, in dieser Saison um Meister zu werden. Sie wollen einen UEFA-Cup-Platz erreichen. Sie haben alle Möglichkeiten von der Qualität her, das auch zu schaffen. Aber es ist noch ein weiter Weg dorthin. Das wollen andere auch. Hat man gesehen, dass Salzburg auch zu schlagen ist. Sie sind zwar momentan vorne, aber die Sicherheit haben sie nicht, dass sie Meister werden. Da müssen sie noch einiges dazu tun. Also Karl Dachsbacher, danke, dass Sie bei uns waren. Danke Sie auch. Sind ja etwas verkühlt gewesen in dieser Woche, also ab in die Kabine, ist ziemlich kalt. Dankeschön, alles Gute für das letzte Spiel gegen die Mattersburger. Die sind ja derzeit auch nicht unbedingt in Topform. In Topform war einmal, zumindest phasenweise heute, auch Rubin Raphael Okotje, genauso wie natürlich Stefan Meierhofer, der auch eine starke Herbstsaison gespielt hat bisher. Und zwischen diesen beiden sprühen die Funken, Herbert Weber. Das sieht man auch in dieser Szene ganz deutlich. Ja, aber das soll man nicht überbewerten. Das kommt natürlich in einem Spiel immer wieder vor. Hier sieht man, dass er ihm wieder das Phantom zeigt, beziehungsweise die Maske. Aber das ist natürlich teilweise auch gespielt für die Öffentlichkeit. Das ist auch das Salz in der Suppe bei solchen Spielen. Aber man merkt ganz deutlich, die Rivalität ist auch zwischen den Spielern spürbar auf dem Feld, nicht nur im Vorfeld, wie wir gehört haben. Ja, es ist sicher auf dem Feld spürbar, aber privat werden sie sicher keine Probleme haben. Die werden auch vielleicht in Zukunft des Öfteren sich in der Nationalmannschaft treffen, wo man wieder miteinander spielen muss. Also das soll mehr am Boden bleiben. Im Spiel ja, aber außerhalb nicht. Herbert Weber, mit diesem 288. Wiener Derby ist also dieses Fußballwochenende in der Tipp-3-Bundesliga zu Ende gegangen. Die 21. Runde. 2:2 endet also das Duell zwischen Violett und Grün. Die Ergebnisse von gestern, die kennen Sie natürlich. Auch das Freitagergebnis LASK gegen Sturm 1:0. Endlich der erste Sieg für Klaus Lindenberger. Und wir blicken noch einmal gemeinsam auf die Tabelle. Rapid spielt noch nächste Woche zu Hause gegen den LASK. Salzburg am Freitag in Kärnten, aber Salzburg überwintert auf alle Fälle auf Position 1. Austria spielt gegen Mattersburg. Das wird also noch eine spannende letzte Runde vor der großen Winterpause. Und Sturm ist ja auch noch mittendrin da oben. Sturm hat ein Spiel weniger ausgetragen, nächste Woche gegen Altach. Außerdem steht noch das Nachtragsspiel gegen Kärnten auf dem Programm. Marc Janko, die absolute Nummer 1 mit 30 Treffern. Stefan Meierhofer ist heute leer ausgegangen. Aber Erwin Hoffer hat getroffen zum 14. Mal in dieser Saison. War sein insgesamt 32. Bundesliga-Treffer, Herbert Weber, sein erstes Derby-Tor. Was gibt einem das erste Derby-Tor in einer Karriere? Ja, natürlich, wenn man zu Rapid kommt und dann weiß, dass in der Meisterschaft ein Derby-Tor ganz was Besonderes ist, gibt dann das extrem viel, das ist ganz klar. Nur der Jimmy Hoffer hat noch einen weiten Weg in seiner Karriere vor sich. Er ist ein junger Spieler, der unglaubliche Qualitäten hat, der nicht nur selbst torgefällig wird, sondern auch durch seine Schnelligkeit immer wieder die Räume für nachkommende Spieler öffnet. Also der wird bei Rapid noch einiges bewegen. Prefers it in English. Und so machen wir das jetzt auch. Er war sicher der Mann des Spiels bei der Austria. Schönes Tor geschossen, tolle Partie von Milenko Hajimovic. Aber warum das Ganze nur für einen Punkt? Your goal, your match, good performance. But all that just for one point. Yeah, it's okay. You know, it's difficult to come back on the game when you're losing, when you're winning 2-0. Then you receive 2 goals, and but in the end of the game, it's okay, 1 point. I think the game we play good. We need 3 points, but it's okay. 1 point is 1 point. Okay, man wollte 3 Punkte, aber 1 Punkt ist eben 1 Punkt und nach dem ganzen Spielverlauf auch okay. Ist halt blöd, wenn man nach einer 2-0-Führung sich dann doch noch die Butter vom Brot nehmen lässt und 2:2 verliert. Hat die Austria in der zweiten Spielhälfte genug Risiko genommen? You took enough of risks in the second meter. Yeah, maybe we can more risk in the second half, but you know, it's difficult. Rapid have a good team and
We tried to score the third goal, but we couldn't. It's good that we don't receive the third goal. We 2-2. We will be very happy if we win, but with one point it's okay. Also noch einmal, ein Punkt ist okay. Natürlich hat man etwas wenig Risiko genommen, aber Rapid hat auch gar nicht mal so schlecht in der zweiten Spielhälfte gespielt. Und irgendwie betont er eben ganz gerne, dass hier ein Punkt okay ist. One point enough, but okay. Yeah, it's okay. I said we like to win for us, for our supporters. Today was very important, but today when you see the game, we was 2-0 up. Then it's 2-2 and it's difficult to come back after 2-0. And that's all. Okay. Nichts Neues, aber wie neu war es, dass Stefan Messner den Treffer gegeben hat? Ja, ich muss auch sehr überraschen. Die haben mich gleich umgedreht, ob er nicht Offside gibt. Aber im Endeffekt kann ich mich nicht wirklich freuen drüber, weil ein 2-0 hergeben, das darf uns nicht passieren. Ja, leider. Alles in allem aber ganz normale Vorzeichen vor diesem Derby. Ein ganz normales Spiel, ein ganz normales Resultat. Ja, ein normales Resultat. Ich finde, wir haben wirklich eine gute Partie gespielt, haben Rapid eigentlich zu keiner Torschance kommen lassen und die machen uns trotzdem zwei Tore, wo wir zwei Eigenfehler haben, aber gut, das passiert halt und dann kommt der 2-2 raus. Blick in die Schlussphase, wer wollte denn den Sieg mehr? Wer war dem 3-2 näher dran? Näher, eigentlich gar keine Mannschaft, weil die Chancen waren nicht mehr so da. Rapid hat eine Corner-Serie gehabt, die haben vielleicht noch ein bisschen mehr Kraft gehabt wie wir. Wir sind die letzten Minuten nicht mehr so ins Spiel gekommen, haben nicht mehr so noch vorspielen können. Aber im Endeffekt hat Rapid auch keine Torschance gehabt. Wie viel steckt denn Shaul Schaffer so weg? Ja, das ist, glaube ich, kein Problem für ihn. Er hat uns ja schon so viele Punkte gerettet, jetzt hat er mal einen Fehler gemacht. Gut, das passiert. Das wird ihm keiner vorwerfen. Wieso hat das mit Fernando Trojanski gegen Steffen Hoffmann heute nicht so richtig funktioniert? Ja, ganz einfach, weil der Steffen sich viel mehr zurückfallen lassen hat und viel mehr von hinten spielen hat können. Das macht es natürlich für Fernando irrsinnig schwierig, über den ganzen Platz danach zu laufen. Ja, und der Steffen hat sich ein paar Mal sehr gut gelöst und das war's. Joachim Standfest, zurzeit der Austria Goalgetter. Wie hört sich das an? Nein, wenn wir schnell am Boden bleiben. Das Tor war heute, glaube ich, zu 99,1% in Robinsons. Ich habe noch einen hinter mir gesehen, deswegen habe ich ihn drüber gedruckt. Ja, aber das Tor geht eindeutig in Robin. 0,01% ist ausmachen. Vielen Dank.